Ich muss erstmal was essen. Man hat aber mittlerweile wirklich natürlich, wenn man sich so eine Art kleine Community, eigene Community aufgebaut hat, wenn die Leute dann natürlich sagen, boah, den gucke ich absolut total gerne, auch wenn er ein bisschen kleinerer Let's Player ist. Oh Let's Play angucken, dann die Meinung bilden, aha, kann das Spiel was oder kann das Spiel nichts und kaufen sich das dann. Dass sie deswegen bei kleineren Let's Playern es ihnen denen keine Version von dem Spiel schicken oder was weiß ich. Das kann ich alles verstehen, das ist auf jeden Fall logisch. Aber ich kann auch ein bisschen die Einwände von dem jungen Mann, der sich halt darüber beschwert hat, verstehen, weil damit wird der Wettbewerb ein bisschen kaputt gemacht. Natürlich, so größere Let's Player haben auch mal klein angefangen. Und keine Frage, die haben auch viel Arbeit da reingesteckt. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass der Let's Play-Markt halt wirklich überschwemmt ist. Das Problem bei der Sache wiederum ist aber auch, das hatte ich gestern auch schon gesagt, dass viele heutzutage einfach nur mit dem Ziel anfangen, boah, ich will unbedingt berühmt werden. Aber das tut er hier jetzt erstmal nicht zur Sache. What the? Drei Creeper? Seriously? Hat er alle drei Creeper in die Luft gejagt? Alter. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir? Wettbewerb kaputt machen, bla bla bla. Und ja, dass der Markt halt überschwemmt ist mit Let's Playern. Man hat aber auch mittlerweile wirklich. Ich muss erstmal was essen. Man hat aber mittlerweile wirklich natürlich, wenn man sich so eine Art kleine Community, eigene Community aufgebaut hat, wenn die Leute dann natürlich sagen, boah, den gucke ich absolut total gerne, auch wenn er ein bisschen kleinerer Let's Player ist. Oh oh. Komm, stirb. Dann macht das natürlich nichts aus. Also ich bin ehrlich, im Moment bin ich so, wie es läuft, bin ich zufrieden. Ich habe eine super Anzahl an Abonnenten, 118 sind es im Moment. Meine Videos werden auch geschaut. Mein Video zur Crysis 3 Multiplayer Beta zum Beispiel, wo das Gameplay vom guten Ross Power war, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat jetzt gerade zu dem Zeitpunkt schon 125 Aufrufe. Und das ist so eine Zahl, für mich ist das halt wirklich eine riesige Zahl. Vor allem, wenn die Views auf dem Video immer höher sind als die Abonnentenzahlen. Das macht einen dann doch schon ein bisschen stolz. Und ich weiß auch ganz genau, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem neueren Spiel anfangen würde, dass meine Abonnenten sich das natürlich auch anschauen würden. Aber, Alter, was ist denn los? Komm schon! Aber sie haben es natürlich dann vorher schon bei einem größeren Let's Player gesehen. Gut, jetzt ist da für mich, der Wettbewerb wird natürlich ein bisschen kaputt gemacht, das ist schon klar. Aber mir ist das eigentlich im Prinzip egal, weil ich weiß, guck mal, die ganzen größeren Let's Player, die kriegen diese Spiele von den Publishern. Dadurch haben sie die Möglichkeit, das früher zu spielen. Aber was ich dann daran auch sehe, ist, dass man ja nicht nur den Let's Player bewertet, oder vielmehr gesagt, nicht nur das Spiel bewertet, sondern auch den Let's Player. Das heißt, wenn man jetzt, weiß ich nicht, vier oder fünf Leute abonniert hat, die dasselbe Spiel spielen, dann guckt man es, aber natürlich bei der Person, mit der man am meisten sympathisiert. Sympathisiert. Ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen will. Deswegen macht das auch im Prinzip für mich keinen Unterschied, wie viele tausende Leute das Spiel erstens spielen. Ich meine, jetzt als bestes Beispiel ist es Minecraft. Spielt auch jeder. Oder so gut wie jeder. Diese Skelette gehen mir aber auf den Sack. Aber es ist halt nun mal so, dass. Boah, das kam überraschend jetzt. Stirb. Aber es ist halt nur mal so, dass die Leute sich selber dazu entscheiden, bei wem sie es gucken. Und du hast auch natürlich die besseren Chancen,
dass ein Projekt gut ankommt, wenn es gerade neu ist, wenn du es direkt am Release-Tag oder wie diese ganzen größeren Leute, die auch von den Publishern eingeladen werden, wenn du es 2 Tage vor Release oder 1 Tag vor Release schon hochladen kannst. Weil die Resonanz auf die erste Folge ist dann meistens einfach atemberaubend. Und im Endeffekt entscheiden die Leute dann, die Zuschauer dann selber, ob sie es dann weiter gucken oder ob sie es sich selber kaufen wollen. Ich zum Beispiel habe bei den Leuten, die ich abonniert habe, da sind ja halt auch mehrere größere bei. Ist, glaube ich, ja auch was ganz Normales. Habe darunter 3 Leute, die jetzt auch Dead Space 3 halt let's playen. Und ich habe bei allen 3 Leuten, habe ich den ersten Part mir jeweils angeguckt. Und habe mich dann halt doch im Endeffekt für einen entschieden. So, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass es natürlich stimmt, dass der Wettbewerb durch so Aktionen ein bisschen kaputt gemacht wird. Aber erstens müsst ihr mal überlegen, wir können eh nichts dagegen tun. Außer halt weiter am Ball bleiben und vielleicht irgendwann auch mal an diesem Standpunkt sein, dass wir von Publishern eingeladen werden und so weiter und so fort. Dass sie dann einfach sehen, boah, der Junge hat schon so und so viele Abonnenten. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, dass er ein Spiel von uns schon früher kriegt und das dann auch hochstellen darf. Oder es gibt das andere Extrem, wie es halt dieser eine Kerl gemacht hat, dass er einfach die ganze Zeit nur rumheult und sich dann natürlich dann dabei auch noch im Ton vergreift. Das ist so eine Sache. Das geht natürlich nicht. Der ist halt wirklich beleidigend geworden und alles und damit macht er sich natürlich auch keine Sympathie bei anderen Leuten und dann ist es natürlich auch klar, dass keiner seine Videos sehen will, wenn die wissen, oh, der hat den und den beleidigt. Das ist natürlich dann auch kontraproduktiv. Aber das ist halt wirklich das große Problem, was es auf YouTube gibt. Das sind die beiden Hauptgründe, für mich auf jeden Fall, dass die größeren Let's Player halt die Möglichkeit haben, diese ganzen neuen Titel vorher schon zu spielen und vorher schon bekommen und vorher hochladen können. Und jetzt habe ich den Faden verloren, das gibt's gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das ist natürlich jetzt mies gelaufen, ich weiß es echt nicht mehr. Größere Let's Player und der andere Punkt ist, sag mal, wollen die Creeper mich eigentlich verarschen? Wohin mit dir, Jung? Wohin? Der beachtet mich gar nicht. Ich würde schon sagen, bloß nicht das Schaf in die Luft jagen. Okay, ich habe den Faden verloren. Gut, Fakt ist auf jeden Fall, wenn ihr dieses Problem auch kennt und auch besonders die Let's Player unter euch, wenn ihr dieses Problem auch kennt, ihr könnt gerne wieder schreiben, was ihr von dem Thema haltet und wie ihr dazu steht. Ich für meinen Teil sag mir, dran ändern können wir eh nichts. Rummeckern bringt aber natürlich auch nichts. Das sollte auch jedem klar sein. Wenn ihr wollt, dass sich was ändert, dann müsst ihr das auch selber in die Hand nehmen. Weil vom Rummeckern alleine ändert sich sowas nicht. Und es sagt ja keiner, dass wir nicht auch irgendwann oder dass ich irgendwann auch mal Partner werde und mehr Abonnenten kriege und mich mehr Leute schauen und so weiter und so fort. Und ich irgendwann von irgendwelchen Publishern eingeladen werde, die dann sagen, ey, hier hast du eine Bockwurst und eine Flasche Bier. Spiel mal das Spiel und sag mir, was du davon hältst. Und hier kannst du auch direkt eine Version mitnehmen, kannst du dann und dann auf deinem Kanal hochladen. Aber ich finde, natürlich, es ist auf eine Art, mag man denken, das ist ungerecht, aber auf die andere Art denke ich mir dann auch wieder, ich meine, meine Güte, wen interessiert's? Erstens, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendeiner steht hinter mir. Erstens haben die Leute auch mal klein angefangen und zweitens hat man auch selber immer noch die Möglichkeit, was daran zu ändern, indem man versucht, sich so eine eigene Community aufzubauen und versucht selber berühmter zu werden, was natürlich schwierig ist, weil es so viele Let's Player gibt. Aber es ist trotzdem machbar. Also es soll mir ja keiner damit ankommen, dass es nicht machbar wäre. Heutzutage noch, weiß ich nicht, Partner zu werden oder sonst irgendwas. Machbar ist das auf jeden Fall. Warte, dann würde ich mir jetzt erstmal ein kleines Stück verrottetes Fleisch reinziehen. Yam yam. Da ist ein Zombie. Ich glaube, den gehen wir mal jagen. Auch mal wieder das Phänomen, dass ich mich verlaufen habe. Ist doch irgendwo eine Spinne. Ja, komm schon. Ich mache euch alle kaputt. Irgendwo hier ist eine Spinne.
Ach du Fu. Oh oh. Oh oh. Na. Ah. Okay, das war knapp. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo meine Hütte ist. Wohl, Moment, ich könnte nachgucken. Ah, genau, da in die Richtung. Muss mal ganz kurz gucken.